Hey liebe Freunde, herzlich willkommen bei MJC Cards and Games. Ich bin der Marc und heute mit einer wundervollen Mystery Box und zwar der neuen Paradigm Trigger Mystery Box von Pokémon. Die japanische Mystery Box ist rausgekommen jetzt vor knapp einer Woche ungefähr. Die wurde etwas verspätet versendet, weil die Nachfrage doch sehr hoch ist und dementsprechend das ganze wunderschöne Böckchen, ja, sich auf den Weg gemacht hat zu uns. Jetzt gucken wir uns an, was drin ist. Lange Rede, kurzer Sinn, geben wir Gas. So ihr Lieben, da haben wir das wunderschöne Teil. Ja, was gibt es dazu zu sagen zu der Box? Ihr habt hier in dieser wundervollen Mystery Box eine Deckbox, ihr habt Sleeves drin, ihr habt eine V-Karte drin, eine V-Star-Karte drin, eine V-Karte drin, so rum. Ihr habt 2, 4, 6, 7 Paradigm Trigger Booster Packs drin und ihr habt natürlich diese ganz schick und doch mysteriös antik aussehende, lange Deckbox quasi. Und ja, wir werden sehen, was es gibt. Es gibt wunderschön, wie ihr sehen könnt, hier als Beispiel, ne, Lugia V, ein anderes Artwork, das es nicht im Set gibt. Dann habt ihr hier eine schöne Deckbox mit Lugia und Sleeves mit Lugia. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Ich habe da noch Lugia V-Star zum Beispiel. Und hier habt ihr noch, whoop, verschiedene Pokémon, die man hier ziehen kann. Also es gibt eine ganze Menge eigentlich da drin. Die Box ist relativ teuer, muss ich sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal sowas gönnen möchte, ist das ganz schön. Und ob sich das lohnt, das werden wir jetzt schauen, ihr Lieben. Machen wir das Ding auf, ne? So, dazu nehme ich meinen Kollegen Dr. Knife. Dr. Knife, würden Sie so bitte freundlich sein? Ja, super, ne? Klasse. Ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Das klang nämlich so ein bisschen... Oh, oh. Nee, alle Dude, Leute. Alle Dude, ey. Ich hab das noch drauf, ey. So. Shiba. Also es ist ein Shiba, wie ihr sehen könnt. So, und es ist echt schön geworden. Oh, wow, ja, wow, ich bin voll begeistert, ey. Guck mal hier. Also die Box sieht schon echt schick aus. Ja, so richtig so, wie sagt man das, so... Ja, so antik so ein bisschen, ne? So, als würde man hier, also antik, sprich hier, ich komme halt nicht aufs Wort. So archäologiemäßig, weißt du, so. Richtig schön, die Mystery Box. So, es scheint, wie ne, die ist so ein bisschen aufgebaut wie die, Toolkits. Ja, kennt ihr auch? Hier, warte, die haben wir gleich hier. Ja, die kennt ihr. Die wundervollen Toolkits, ne, die Trainer-Toolkits. So ist die so ein bisschen aufgebaut, die Box, oder ist eigentlich so aufgebaut, die Box. Sie fühlt sich klar ein bisschen hochwertiger an. Aber letztendlich, ne, seht ihr, die gehen, sind beide so Boxen, die gehen beide auf über den Schieber hier vorne. Und es ist quasi eine Trainer-Toolkit-Box. Ist die genauso lang, oder? Ja, ist er auch. Auch vom Umfang her. Also es ist quasi eine Toolkit-Box, wenn man so will, von der Größe her. Und jetzt wollen wir mal gucken, was halt drin ist. Ne? So. Wir öffnen es. Oh. Oh, wir haben die Regidrago und die Regielektro. Deckbox. Ah, da gucken wir jetzt in Ruhe mal rein. Also, wir haben hier eine wundervolle Codekarte. Dann haben wir hier eine Promokarte, die werden wir jetzt noch nicht zeigen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster, wie auch schon hinten drauf. Dann haben wir die wundervollen Sleeves, die sehen nämlich sehr süß aus, finde ich. So kinderbuchmäßig, ne? Die Regidrago und Regielektro Sleeves, sehr schön. Wir haben die Deckbox davon. Ja, auch mega schick. Sehr, sehr schick. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, haben wir da noch was vergessen? Nee, das Ding ist leer, Leute. Das Ding ist leer. Machen wir das Ding wieder zu. Das Böckchen hier, die Mystery Box. So. Na, auf geht's, komm. So. Also, Mystery Box. Da ist sie. Booster haben wir auch hier. Und jetzt kommen wir zur warte mal, Deck und Sleeves hier hin. Jetzt kommen wir zur Promokarte, Leute. Ich bin gespannt, was wir für eine haben. Ich bin gerade leicht nervös. Drehen wir so um, auf geht's. Oh, wir haben die Incognito V-Karte. Auch ein anderes Artwork gibt es auch so nicht im Set. Wie ihr seht, sieht mega schick aus. Sehr, sehr schön. Klar, Lugia wäre schöner, aber... Ja, mal auf hohem Niveau. So, also dann widmen wir uns der 7 Paradigm Trigger Booster. Ihr wisst, das Set ist bombastisch. Wir haben schon zwei Displays geöffnet. Zusammen mit dem Dom habe ich das gemacht. Und jetzt gucken wir doch mal rein, was wir aus diesen wundervollen Boostern hier ziehen werden. Wer weiß, der Preis ist heiß. So, legen wir gleich los, komm. So. Viele schöne Artworks in diesem Set. Das war eine Niete.
Und wie gesagt, Silberne Sturmwinde setzt sich auch aus diesem Set zusammen. Richtig schön. Shaman haben wir auch die Promo von, falls sich erinnert. So. Oh, guck mal hier, ein Incognito V-Star gezogen. Sehr schön. Ich muss sagen, Incognito auch hier sehr präsent in dem Set. Sehr, sehr interessant. Ne? Zusammen mit Lugia. Sind das so, und Regidrago natürlich. Das sind so die drei Pokémon, die hier so mega präsent sind. Lugia natürlich vorne vorweg, ne, als die Aushangsfigur hier für das Set. So, Keldeo. So, sind wir bei Booster Nummer, wo sind wir? Nummer 4 jetzt schon, ja? Oder? Ja. So, Ponita. Ah, das ist schon ein mega interessantes Set. Roslass. So. Und ich bin gespannt, Leute, was da noch Schickes kommt. Gerade japanisch. Hisuya Kani V. Wie gesagt, ist nicht meins hier, ne? Deutsches Kaiserreich hier. Die Pickelhaube. Könnte man meinen. Könnte man meinen. Nein, aber ist er nicht. So. Weiter geht's. Flup. So, was haben wir hier Schönes? Shinux. So, Taurus Raichu. Okay. So, letztes Booster Pack von der Mystery Box. Flup. Oh, und da haben wir die V-Star Trainerkarte. Sehr schön, mit diesem mysteriösen Artefakt hier. Das ist dieser Stein. Sehr schön. Ja, schade. Schade, schade. Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, also dafür, dass wir jetzt 7 Booster hatten, hatten wir jetzt 3 Hits. Ja, wenn wir die mitnehmen da. Ne, also 3 Hits plus die Promo noch dazu. Das kann sich, das ist schon schön. Doch, das ist schon schön. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist sie, Leute. Das ist die wundervolle, warte mal, ich mach mal die Kamera hier so. Upp, da haben wir sie nämlich. Das ist die wundervolle Mystery Box, Leute. Ihr habt diese lange Deckbox, ihr habt die, jetzt haben wir natürlich 3 Hits hier. Ihr habt die Promo dabei. Die ist nicht immer dabei. Denkt dran, das ist nur jetzt hier, ne? Upp. Von diesem Set, ihr habt eine Deckbox und einmal Sleeves und auch eine Codekarte dabei. Aber wie gesagt, das kann sich bei den anderen Mystery Boxen natürlich auch komplett ändern. So dass es da eben auch heißen kann, ihr habt eine Lugia Box, ihr habt eine Lugia Sleeve, Lugia Sleeves etc. pp. Dieses Ding, ich finde es cool, mir hat Spaß gemacht, das Teil aufzumachen. Ich finde es schön, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Dem Video geben und abonnieren, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr auch die nächsten wunderschönen Videos und die nächsten wunderschönen Sets nicht. In diesem Sinne, macht es gut, gehabt euch wohl, alles Gute, bleibt gesund, euer Marc.